Der Rheinturm ist Düsseldorfs Wahrzeichen. Mit rund 240 Metern ist er das höchste Bauwerk der Stadt und steht direkt am Rhein. Der Fluss prägt seit jeher Düsseldorfs Stadtbild. Eine Schifffahrt ist der perfekte Einstieg, um die rheinische Metropole vom Wasser aus auf sich wirken zu lassen. Weithin sichtbar ist Düsseldorfs Medienhafen. Wie auf einer Bühne präsentieren sich Bauten verschiedener Star-Architekten, etwa das Colorium, ein Entwurf des Briten William Allen Alsop. Quer auf dem alten Elektrizitätsgebäude sitzt der sogenannte Wolkenbügel. 60 Millionen Euro kostete dieser Bau. Eine Diskothek ist darin untergebracht. Die Gebäude von Frank O'Gary mit ihren Krümmungen, Vorsprüngen und schiefen Fassaden sind ein architektonischer Meilenstein. Das Kunst- und Medienzentrum hat hier seine Büros. Überhaupt hat Düsseldorf eine beeindruckende Kunstlandschaft. Der frühere Sitz des nordrhein-westfälischen Landtags heißt heute K21 und beherbergt eines der vielen Museen für moderne Kunst in der Stadt. Noch bis zum Sommer sind hier Arbeiten des Turner-Preisträgers Wolfgang Tillmanns zu sehen. Das Zentrum künstlerischen Schaffens in Düsseldorf ist die Kunstakademie. Sie gilt weltweit als eine der bedeutendsten Talentschmieden. 1773 hat sie Kurfürst Karl Theodor gegründet. Zu den Künstlern, die hier gelernt und gelehrt haben, gehören ein paar ganz große Namen. Zum Beispiel Josef Beuys und Gerhard Richter. Für die riesige Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen hat man 1986 dieses Gebäude mitten im Stadtzentrum gebaut, das K20. Ein Sammlungsschwerpunkt: Expressionisten wie Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner und Paul Klee. Auch die Installationen des Wahldüsseldorfers Josef Beuys sind hier zu sehen. Dieses Haus ist ganz und gar spezialisiert auf die Kunst seit der Moderne. Wir gehen dann vorbei an exzeptionellen Werken des deutschen Expressionismus. Ich sage nur Kirchner zum Beispiel. Wir finden wunderbare Werke von Beckmann. Quer durch den Surrealismus geht es dann weiter. Wir haben Höhepunkte natürlich auch von Josef Beuys zu bieten und einen großen Bestand an Werken der amerikanischen Nachkriegskunst, um die uns auch manches amerikanische Museum beneidet. Außer Kunstmetropole ist Düsseldorf auch Modestadt. Im Szenebezirk Loretto-Viertel haben sich junge Designer zusammengetan und gehen neue Wege. Sie wollen möglichst viel in Deutschland produzieren. Die junge Designerin Katrin Wieschenkemper geht noch einen Schritt weiter. Ihre Kleidung ist rundum ökologisch. Nur einer von vielen Trends der Stadt. Wir haben hier eine ganz, ganz bunte Mischung. Wir haben kleine Designer wie uns, ja gut, aufstrebende Designer. Wir haben ein bisschen Green Fashion inzwischen. Wir haben aber eben die Alteingesessenen. Wir haben viel Bewegung auf der Köhe. Wir haben das Fashionnet in Düsseldorf. Das Fashionnet ist ein Netzwerk der Modeindustrie. In Showrooms und auf Modenschauen präsentiert es bis zu 3000 Kollektionen mehrmals im Jahr. Die Köhe ist das ganze Jahr über Laufsteg. Es ist Düsseldorfs luxuriöse Einkaufs- und Flaniermeile. Richtig heißt sie Königsallee. Internationale Modelabels präsentieren, was angesagt ist. In der Mitte des Boulevards verläuft der Köhgraben. Das Wasser kommt direkt aus der Düssel. Dem kleinen Fluss verdankt die heutige Weltstadt ihren Namen.